Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einem neuen Let's Play, zu einem Spiel, auf das ich überhaupt nicht gehypt bin dieses Jahr. Ein Spiel, das bestimmt ganz schnell durchgespielt sein wird und ein Spiel, das bestimmt echt keiner von euch kennt. Ja, okay, es geht um The Witcher Wild Hunt. Es ist das vielleicht beste Spiel, was in diesem Jahr herauskommen wird. Und ich bin megamäßig heiß drauf, es zu spielen. Ich verzehre mich danach. Und deswegen will ich diesmal auch gar nicht lange rumlabern und werde auch hier gleich anfangen. Ihr seht, ich spiele es gerade zum ersten Mal. Das heißt, ich habe auch gerade das Spiel zum ersten Mal gestartet. Gerade eben noch den ersten Patch heruntergeladen. So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser Emhyr hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja, und damit willkommen hier direkt im Spiel. Ja, The Witcher 3, endlich ist es da. Ich spiele es natürlich wieder auf der PlayStation 4, also wieder im Sinne von, ich spiele derzeit irgendwie alles, vor allem auf der PlayStation 4. Ich lasse erstmal alles so, wie es ist, denn das klang gerade zumindest im Introfilm recht okay. So, das Spiel... Tutorial-Nachrichten sind auf alle Fälle wahrscheinlich nicht ganz unwichtig. Das wird auch so bleiben dürfen, wie es ist. Untertitel ein und Audio und Text sind jeweils auf Deutsch. Okay, dann haben wir alles eingestellt und ich sage, wie immer an diesem Punkt, lehnt euch zurück und viel Spaß bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und
nehmt sehr viel Zeit mit, denn es werden verdammt viele Folgen werden. Ich habe nämlich vor, so gut wie alles zu machen, was man in einem Lauf The Witcher 3 machen kann. Und das wird verdammt viel werden. Kaer Morhen, Festung der Hexer. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode.
Na dann, bis später. Bis später. So, und da sind wir endlich. Neue Quest, Kaer Morhen. Und ja, das Ganze ging ja schon mal ziemlich gut los. Und wir erleben hier gerade einen jüngeren Geralt. Willkommen beim Tutorial, willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial machte ich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, in dem du in ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und der Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. So, finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Und endlich können wir springen! Ja, Mensch! Das hat ja jetzt auch echt nur ganz lange gedauert. Also, für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, The Witcher 3 ist der erste The Witcher-Teil, in dem Geralt springen kann. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. So, jetzt checken wir doch eben mal. Ne, bestimmt, wenn ich jetzt hier drücke, komme ich doch bestimmt noch in den Glossar rein, genau. Ah ja, ach ne. Und zwar... Ah, jetzt kann ich hier nachlesen. Wir haben Geralt von Riva, Rittersporn und Yennefer von Vengerberg bereits eingetragen. Ja, und die gute Yennefer, das ist auch die nackte Dame, die wir eben schon bewundern durften. Der Hexe hatte die schwarzhaarige Zauberin vor gut 20 Jahren zum ersten Mal gesehen. Ihre Freundschaft und Gefühle füreinander entstanden in einem gemeinsamen Abenteuer mit einem Genius und einem Wunsch, der Geralt gewährt wurde und der ihr Schicksal unzertrennlich miteinander verband. Seit dieser Zeit erlebten sie eine ziemlich stürmische Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen, Krisen und Trennungen. Geralts und Yennefers Liebe scheint der Beweis dafür zu sein, dass sich Gegensätze anziehen. Vor einigen Jahren waren die beiden nach langer Trennung mit vielen Abenteuern wieder zusammengekommen. Ihre Zweisamkeit wurde jedoch durch die wilde Jagd gestört, die Yennefer gefangen nahm. Der Hexer brach sofort zu ihrer Rettung auf, verlor dabei aber seine Erinnerung. Als er sein Gedächtnis wiedererlangt hatte, machte er sich sofort erneut auf die Suche nach seiner geliebten Zauberin. Ja, es ist eben nicht Triss. Und das wird jetzt einige wundern, aber ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen. Ich hoffe, das Spiel wird darauf noch näher eingehen. So, Rittersporn und Geralt finde ich derzeit erstmal noch nicht ganz so wichtig zum Vorlesen. So, unsere Quest. Jede Geschichte muss irgendwo ihren Anfang nehmen. Diese beginnt im Gästegemach von Kaer Morhen, der Hexerfestung in den Blauen Bergen. Hier nimmt Geralt ein Bad und straft damit Behauptungen über mangelnde Hygiene unter Hexern Lügen. Doch sein Bad wird von Yennefer rüde unterbrochen. Unterbricht sie jemals auf eine andere Art? Sie erinnert ihn an seine Verabredung zum Training mit Ciri. Was sollte unser Held anderes tun, als sich von der Zauberin zu verabschieden und sich in den Hof der Festung zu begeben? Er kann ja nicht ahnen, dass dies der Beginn eines großen Abenteuers sein wird. So, und damit fangen wir jetzt auch endlich an. Nachdem wir uns hier noch etwas umgesehen haben und hier in einem Buch nicht lesen, aber einen Schlüssel gefunden haben, mit dem wir auf die untere Etage vordringen können. Erstmal an die Steuerung hier gewöhnen. So, da hinten haben wir nochmal Yennefer.
Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Oh, ein Versprechen, wenn wir mit dem Training fertig sind. Ja, und jetzt sollten wir hier auch langsam mal die Türen aufschließen. Okay, das sind unsere Zeichen. Wir haben sie schon alle. Das sind quasi unsere Hexersinne. Jetzt können wir hier vorne zum Beispiel einen Trank mitnehmen. Flieder und Stachelbeeren natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Ah, kein Trank, sondern ein Parfüm. Und auf die Kerzen können wir ein Zeichen wirken. Nämlich Art. So, wie wirken wir Art? Das mal herausfinden. Hm, so nicht. Schnell einen Blick in die Option geworfen. Steuerungsschema. Ah, mit R2 Zeichen wirken. Oder einfach das X drücken. Okay. So, was sagen unsere Hexersinne sonst noch? Sie sagen, dass wir diesen Krug hier noch untersuchen können. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Die gute Frau will Saft haben. Und wir werfen noch mal einen Blick. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Auf die hammergeile Grafik dieses Spiels. Sieht das hier geil aus. Und das ist ja nur die PS4-Version. Auf dem PC wird es noch mal um einiges geiler aussehen. Und ich will eigentlich jetzt ganz gerne dieses Tutorial da ausblenden. Aber naja, gut. Jetzt aber kümmern wir uns um die Tür. Immerhin haben wir ja ganz schwer diesen Schlüssel organisiert. So. Und ich frage mich immer noch, wie ich sprinten kann. So, sprinten. Zweimal drücken für Pferd rufen. Springen, halten für Sprinten. Das kannst du hier nicht tun. Nee. Also Geralt will hier noch nicht sprinten. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht, zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misste ich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn du fällst, vielleicht. Okay, jetzt müssen wir hier diesen ganz kurzen oder hoffentlich ganz kurzen Parcours-Part gegen Ciri gewinnen. Ah! Und direkt mal die neuen Steuerelemente mitlernen, also springen und rennen. Also rennen ist jetzt nicht neu, aber was habe ich dir übers springen. Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Hey, du hast gesagt, das dürfen wir nicht. Ich hab gesagt, du darfst das nicht. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Oh nein! Nein! Und schon ist unser Abenteuer leider zu Ende, denn wir sind gestorben. Oh Gott, im Tutorial. Ja, ich muss mich gerade noch an diese Spielmechanik hier gewöhnen. Let's play The Witcher 3 Wild Hunt und nehmt sehr viel Zeit mit, denn es werden verdammt viele Folgen werden. Ich habe nämlich vor, so gut wie alles zu machen, was man in einem Lauf The Witcher 3 machen kann. Und das wird verdammt viel werden. Thank you.
ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja, und damit willkommen hier direkt im Spiel. Ja, The Witcher 3, endlich ist es da. Ich spiele es natürlich wieder auf der PlayStation 4, also wieder im Sinne von, ich spiele ja derzeit irgendwie alles, vor allem auf der PlayStation 4. Ich lasse erstmal alles so, wie es ist, denn das klang gerade zumindest im Introfilm recht okay. So, das Spiel... Tutorial-Nachrichten sind auf alle Fälle wahrscheinlich nicht ganz unwichtig. Das wird auch so bleiben dürfen, wie es ist. Untertitel ein und Audio und Text sind jeweils auf Deutsch. Okay, dann haben wir alles eingestellt und ich sage, wie immer an diesem Punkt, lehnt euch zurück und viel Spaß bei... Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einem neuen Let's Play, zu einem Spiel, auf das ich überhaupt nicht gehypt bin dieses Jahr. Ein Spiel, das bestimmt ganz schnell durchgespielt sein wird und ein Spiel, das bestimmt echt keiner von euch kennt. Ja, okay, es geht um The Witcher Wild Hunt. Es ist das vielleicht beste Spiel, was in diesem Jahr herauskommen wird und ich bin megamäßig heiß drauf, es zu spielen. Ich verzehre mich danach und deswegen will ich diesmal auch gar nicht lange rumlabern und werde auch hier gleich anfangen. Ihr seht, ich spiele es gerade zum ersten Mal. Das heißt, ich habe auch gerade das Spiel zum ersten Mal gestartet. Gerade eben noch den ersten Patch heruntergeladen. So versammelt ihr euch vor mir. Hungrig, verzweifelt. Drückt eure Kinder an euch.
Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt. Die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns.